Ach Freunde, das hier, das ist alles wundervolles Bauland. Frisch gefällt und gerupft für die nächsten Bauten, die wir hier hinsetzen. Ah, hier werden wir Dorfnummer Anbau setzen. Wir haben ja hier das Wirtshaus unseres kleinen Jungen. Ja, gut, dass wir nicht den ganzen Wald hier gefällt haben. Das sieht echt blöd aus. Aber den Schießstand dahin müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach Vordermann bringen. Also da oben ist unser Hauptdorf. Da müssen wir mal in dem Stream die ganzen Zäune und Palisaden fertig machen. Es wird aber auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir hier unten dann den Dorfanbau machen. Wir müssen ja hier das nicht so eng machen. Wir können ja die Gebäude alle so ein bisschen verzogen machen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ne? Außerdem müssen wir mal zu unserem Schatz. Weil unser Schatz. Oh. Weil unser Schatz verdient eine neue Bettdecke. Oder geben wir die Bettdecke nächstes Mal? Wir sind doch jetzt bei 100%. Ich kann auch meine Jahreszeit ohne ein Geschenk überleben. Ich verwöhne sie viel zu sehr. Ein kleinen Engel. Nein, ich will die Kiste. Hau ab! Hau ab! Geh weg! Ja! Oh. Geklappt. Also wir haben 6000 Lagerplatz. 3000 haben wir beschlagnahmt. Passt. Wir haben noch ein bisschen Platz für schlechte Zeiten. All das, was wir nicht brauchen. Ah ja, Fleisch. Ja, ja. Kann man mal machen. Oh, ich habe gar nicht aufgeschrieben. War ich hier immer auf der Rückseite. Was war das? DAX war 6,3. So. Müssen wir noch den Rest herausfinden. Schön. 120 Kilo mehr drauf, aber... So, schön. Outplayed. Ah. Quest. Ah. Hä? Okay. Denk nicht drüber nach, Toshi. Denk nicht drüber nach. Pferde können sich teleportieren. Das haben sie schon früher gemacht. Das werden sie auch noch in Zukunft machen. Oh, guck mal. Endlich mal wieder volle Weizenfelder. Vielleicht sollten wir da ein bisschen eine Hand anlegen. Aber vorher, bevor wir Hand anlegen, gucken wir uns mal an, was sie haben. Du brauchst wahrscheinlich Jagdausrüstung. Oh, es gibt immer noch zwei ungefütterte, aber das sind die. Hail, Friend! Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was gibt es denn? Wir haben vor, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt noch die Ausrüstung. Hab ich es euch nicht gesagt? Kupferpfeile. Was willst du mit Kupferpfeilen? Nimm Steinpfeile. Ah. Kupferpfeile. Ach, gut, dass wir Kupfer haben, aber wir können Kupferpfeile gar nicht machen. Kupferpfeile können wir, glaube ich, noch gar nicht machen. Kupferpfeil. Zwei Kupfer. Wie viel will der? 30, ne? Brauchen wir 30 Stöcke, 6 Kupferbarren. Okay. 2 Kupferbarren. 2 Kupferbarren und ein paar Stöcke. Wie viel habe ich gesagt? 20, ne? Und 20 Stöcke. Ja, wir müssen auf jeden Fall viel mehr Stöcke produzieren. Wo ist mein Kupfererz? Wenn wir mehr Arbeiter kriegen, vielleicht hänge ich noch einen zweiten Holzfäller dran, der sich nur um Stöcke kümmert. Stöcke und Holzstämme. Da. Hinter dem Kirschhain. Pflaumenhain. Ich glaube, das war ein Pflaumenhain. How can I help you? Ich will gar nicht mit dir reden. Have a good day.
Ja, da will ich hin. So, Freunde, dann haben wir das schon mal. Und dann machen wir... Achso, Metall ist hier. Ich glaube, ich habe was vergessen. Dass man 4 Erze für 2 Kupferbarren braucht. So was in der Richtung. Ist nicht schlimm. Zum Glück haben wir Kupfer gesammelt. Mann, was eine geniale Idee war, es Kupfer zu sammeln. Dann haben wir das auch schon. Dieser kleine Biergarten sieht ein bisschen krumm und schief aus, aber ey, wir haben das Beste daraus gemacht. Das ist schon okay. So. Amboss. Ja. Und wir haben Kupferpfeile. Das ist der Kirschhain. Kirschhain 1. Das ist, glaube ich, Apfelbaum. Ja. Ich rieche im Kopf. So, lass mal nachdenken. Zu dir wollten wir. Das sollte reichen. Hier ist etwas Geld. Danke dir, gute Jagd. 5 Fleisch. Was will ich mit Fleisch? Na, noch 80. Sieht schön aus. Wir müssen viel mehr davon machen. Und wir müssen mal was essen. Jetzt haben wir so viel saure Milch. Machen wir mal ein bisschen Quark. Ich esse sehr gerne. Also in Real Life esse ich gar keinen Quark. Ich hasse Quark. Aber hier drin esse ich gerne mal einen Quark. Ist schnell und einfach. Und was soll man sonst mit ranziger Milch machen? Ihr seid wahrscheinlich alles Quarkesser, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Was ich gern gemacht habe früher, als ich noch im Training war. Ne? Da hat mich noch im Fitnessstudio mich rumgelungert. Na, zu der Zeit habe ich noch ein bisschen Erdbeerquark gemacht. Quark, frische Erdbeeren rein. Oh, das war lecker. Das konnte man mal machen. Das konnte man mal machen. Da wir keine leeren Eimer mehr hier haben, glaube ich, dass Lucky recht hatte. Die Eimer waren nur deswegen hier drin, weil wir im Lagerhaus keinen Platz mehr hatten. Gut. Es sind nur noch 2 hungernde Menschen. Tiere. Ah, die haben Feierabend, deswegen. Okay. Wir können uns in der Zeit noch ein bisschen eine Feldarbeit machen, bevor es dunkel wird, hä? Sollen wir doch unserem Schatz die Decke schenken? Nein, ich weiß nicht. Hat sie das verdient? Eigentlich flucht sie ja nur die ganze Zeit über uns. Ich werde zu betrunken. Ich soll nicht immer betrunken reiten. Ah. Ich glaube, wir brauchen ein Säckchen. Wie war nochmal ein Säckchen? Ich war, glaube ich, Leingewebe und Leingarn. Gucken wir mal, ob das reicht. War da auch Leder bei? Ne, ich glaube nicht. Beim Sack war Leder. Leder. Leingewebe und Leder. Sowas. Okay. Manchmal soll ich auf meine Intuition hören. Okay, wo haben wir denn Leder? Wir haben so viel Leder, ich weiß gar nicht, wo das ist.
Machen wir mal ein paar Säcke, hä? Fünf Stück, das ist doch gut. Einen davon behalten wir. Machen wir die Felder. Es wird Zeit, dass wir auch bald eine neue Scheune bauen, weil unsere Scheune ist voll mit Arbeitern. Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Ich hatte auch überlegt, ob wir die Scheune oben bauen. Aber das macht, dann macht das Ganze ineffektiv. Eigentlich macht das da keinen Sinn. So, Dünger. Bereiten wir mal die Felder vor. Da brauchen die dann nur noch morgen. Dann brauchen die da morgen nur noch aussehen. Das wird schön aussehen, wenn die Palisade unten aufsteht. Ach, guck mal, der Mond, den platzt immer zuerst. Keine Ahnung, warum. Warum die Mond immer zuerst machen? War noch nicht mal unser erstes Feld. 5. Und dann das hier ist die 6. Was haben wir denn hier? Mohn haben die gepflanzt. Mohn, Mohn, Mohn. Ach, Flachs haben die auch schon gepflanzt. Lol. Sind die schneller geworden? Hafer haben die auch schon gepflanzt. Und Roggen können die nicht pflanzen, weil Roggen ist nicht die Jahreszeit für. So. Wahnsinn. Vielleicht haben wir jetzt doch genug Feldarbeiter. Ah, machen wir das hier erstmal. So. Das ist ein schönes Bild, glaube ich. Fotoshooting. Obwohl es zu dunkel sein könnte, vielleicht muss ich das noch ein bisschen heller machen. Ich manipulativer Kerl. So, Dünger. Alle Felder vorbereitet. Schau mal, dann sind die Felder hier schon alle fertig. Dann können wir auch schlafen gehen. Hier sind die auch schon alle. Was? Echt jetzt? Weil ich über den Zaun gesprungen bin, habe ich Schaden gekriegt. Zwiebeln, okay. Karotten wachsen. Karotten wachsen. Kohl ist schon gepflanzt. Kohl ist gepflanzt. Lol. Sind ja schon mit allem fertig. Habe ich hier überall Mohn gemacht? Krass. Okay, die Weizfelder gucken wir uns morgen an. Nee, ist ein bisschen dunkel. Ich schlafe heute in einem fremden Bett, Schatz. Ach, wahrscheinlich mault die uns dann wieder an. Naja. Passt schon. So, willkommen zurück im Leben. Aber da müssen wir nicht wieder runterrennen. Guck mal, hier wächst der. Das habe ich noch selber abends gemacht. Da habe ich überall noch eingepflanzt. Und hier haben die jetzt auch schon überall gepflanzt. Nee. Aber schon überall gedüngt. Junge, Junge, Junge. Und da haben die schon gepflanzt komplett. Nee. Brauche ich nur noch Weizen pflanzen. Ja, was habe ich denn... Was habe ich denn mir gedacht? Die kommen ohne mich klar. Ich habe gedacht, 2 Tage, das wird echt knapp im Frühling, Freunde. Aber ganz ehrlich, die Felder sind ja jetzt schon fertig und wir haben erst 1 Tag von 3. Warte, 1 Tag von 3?
Das hat er nicht übernommen. Okay. Also der Frühling hat 3 Tage. Schön zu wissen. Ja, gut. So viel zu. Wir wollen unser Feldarbeitsskill mal verbessern. Ach, wir brauchen hier unten auch noch... Definitiv brauchen wir hier unten auch noch einen... einen Brunnen. Vielleicht machen wir den Brunnen zuerst. Oder wir machen den Brunnen ganz in Ruhe. Nächste Folge. Dann mache ich mir ja auch noch einen Holzfäller hin. Da habe ich hier unten quasi alles, was ich auch oben habe. Sind Steine. Boah, es sind da viele Steine. So, dann haben wir das auch. Jetzt holen wir uns Weizen, dann machen wir die Felder oben fertig. Ich brauche meine Ability Points. Ich will jetzt mal wissen, wie viele Fähigkeiten kriegen wir, wenn wir... Och, Mann, das war dämlich. Wenn wir ein Feld düngen. Guck mir mal. Weizen. Was ist denn die Weizen? Ich würde sagen, bei W, ne? Okay, wir werden im Herbst eine so reiche Ernte haben, das ist ja Wahnsinn. Werde ich denen helfen müssen, alles abzuarbeiten. Ach, 12 Aufträge sind noch nicht fertig. Ja, wird Zeit, dann können wir mehr Felder machen, wenn die hier mit klarkommen. Habe ich was vergessen? Ich häng fest. Fräulein! Bitte lassen Sie mich das mal. Es geht einen Ticken schneller. Machen wir ein Feld hier fertig. So. Wir wollten gucken, wie viele Ability Points es gibt. Landwirtschaft. 2,14. Okay. Also. Aussaat gibt 1,1 XP. Gut. Kriegen wir jetzt trotzdem noch XP? Sie hat jetzt auch gerade was ausgesät? Ne. Wir warten jetzt mal. Okay, sie ist fertig. Kriegen wir jetzt dadurch auch XP? Ich glaube nicht. Okay, gut zu wissen. NPC hören nicht unsere persönlichen XPs. Aber Technologiepunkte bringen die. Hier ist so langsam. So, wenn wir jetzt hier 100 Weizen aussäen. Kriegen wir 100 XP. Viel ist das nicht, aber ist okay. So.
Sie kommt gar nicht hinterher. Sie läuft mir hinterher wie so ein kleines Hündchen. Aber jedes Mal, wenn sie was aussehen will, habe ich schon zwei Felder weitergemacht. Das hier, was ich mache, ist Effizienz, Fräulein. Was Sie machen, ist mir beim Arbeiten zu gucken. Suchen Sie sich doch einfach ein anderes Feld. Mein Gott. Ach komm, machen Sie hier weiter. Ich mache dann hier vorne weiter. Oh, die Leute hungern. Wie viel Weizen das gibt. Ich will das gar nicht hochzählen. Und wie schön das aussehen muss. Oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall einen Screenshot machen, wenn das hier alles gewachsen ist. Wenn hier alles blüht, das sieht ja geil aus. Da ist so viel Weizen um die Mühle herum. Das war so der Screenshot, den ich immer wollte. Es hat nur 40 Folgen nach der Mühle gedauert. So. Mühleweizen vorne links. Wie ich so mir noch die Mühe gemacht habe und jedes Feld betitelt habe, damit ich sofort weiß, wo das ist. Ne, das habe ich nicht benannt. Aber das müsste hinten rechts, hinten links. Haben die armen Kerle gleich nichts mehr zu tun. Ich mache ja nur noch, bis ich hier den Beutel leer habe. Wir haben die eigene Arbeit sehr stark vernachlässigt, deswegen finden uns bei so vielen Sachen die Ability Points. Ich habe auch gesehen, mit dem einen der letzten Updates gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Leute, nee, die Kinder, Erfahrungsschübe kriegen. Jedes Mal, wenn die eine spezielle Altersgrenze überschreiten. Tja, unser ist jetzt schon 7. Müsste jetzt 8 geworden sein im Frühling. Oder mit Sommer? Ich glaube, war ein Sommerkind. Ach ja. Wenigstens müssen sich die Kinder hier keine Sorgen darüber machen, ob die Kinder der Kinder, deren Kinder noch die Welt erleben. So wie bei uns. Tja, zu der Zeit. Das Einzige, was den Klimawandel beeinträchtigt, der Dung des Pferds hier vorne. So. Dann haben wir das hier schon fertig. Schön, ne? So ein bisschen schöner Dekoration machen. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Ach, das geht wie im Flug. Aber wir haben wirklich jedes Weizenkorn auch weggekriegt. Schön. Ja, müssten wir jetzt echt ein paar XP gekriegt haben. 306. Boah, Baby. Fehlen nur noch 1700. Also, wir machen mit der Aussaat 1 XP. Ich brauche noch 1700. Ist doch cool. Wollen wir nur noch 1700 Felder pflügen und aussehen. Also die Hälfte. Aussehen. Ja, pflügen. Sollen wir uns nächste Folge mal darum kümmern, was zu kochen und ich weiß nicht, vielleicht noch ein, zwei Quests machen, damit wir jemand Neues anheuern können. Jemand, der für uns arbeitet. Ja, vielleicht gar nicht so blöd, Freunde. Aber das erleben wir in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Euer Toshi. Ciao.